Willkommen zurück zu Let's Play Another Super Mario Bros. Wii hier in Welt 2. Und im ersten Level, natürlich ist es wieder ein Sandfontänen-Level wie im Original. Oh, wie ich diese Levels gehasst habe. Aber okay, noch geht's. Erstes Dark Coin haben wir auch schon. Und okay, ich wechsle mal zur Eisblume. Und tschüss. What the fuck was this? Gibt's da oben was? Ich will da oben. Nein, da oben gibt's nothing. Und darüber. Und zack. Gut, da warten, bis die Sandfontäne weg ist. Das ist auch interessant. Oh! Die Starcoin war geil. Seht ihr hier die Blöcke? So kommt man hier runter. Dreist, wenn man nicht weiß, wie es geht. Aber da habe ich auch lange überlegt. Aber die ist mir jetzt wieder eingefallen. So, warte. Wow, 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 shit. Sandfontäne, bitte. Danke. So. Und hier. One-Up? Nö. Weiß Gott, kein One-Up. War viel zu wenig, ey. Oh Gott, hier besser warten. Warten, bis sie nochmal von neuem startet. Oh! Das könnte jetzt interessant werden. Ach du Scheiße, da bräuchte. Nein, 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 nein. Nein, ich habe mich nicht getraut. Ich war viel zu zögerlich. Geht, 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 geht. Boah, Scheiße. Knapp, aber ich habe es geschafft. Und hier, ach, Hammer, Bruder. Weg mit dir. Moment. Zack. Und hoch hier. Nice. Thank you. Ja, haben wir das. Gut, dann geht's gleich weiter mit Level 2.2. Mach auch ab sofort immer in einem Part die Hälfte einer Welt. Sprich bis zum Turm und dann halt bis zum Schloss. So, Blitzhaus mache ich erstmal nicht. Vorher machen wir 2.2. Also rein hier. 2.2. Das war im originalen Level mit Spikes und das sieht schon wieder sehr ähnlich aus, aber nein, da standen am Anfang vorher Fässer. Sind jetzt nicht mehr da. Stattdessen ist hier jetzt ein Bumerang, Bruder. Okay. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir überhaupt jemals einen Auftritt in der Wüstenwelt hatten. Ich glaube nämlich nicht. Okay, die Höhlenteile hier sind auch neu. Und dass es hier Yoshi gibt, das ist auch komplett neu. Ah, nein, was machst du? Nein, Yoshi! Brauch dich doch bestimmt wieder. Mehr. Und ohne sie. Nice. Kommen wir hier vielleicht rein? Nein. Kann man nicht. Dann halt nicht. Kann ich euch fressen? Ja. Yoshi frisst alles. Und hier. Ach, Boomerangs kann der auch fressen. Ist ja geil. Wusste ich gar nicht. Und weg. Brauche ich allerdings ein Fass. Komm mal. Ja. Nein, nicht im Sand versinken, Yoshi. So, stell ich mal da oben hin. Und. Lol, nein. Jetzt muss ich dich doch. Nein, muss ich nicht. Ach, ein Glück. Okay. Da schon muss ich umbringen. Und dann bist rechtzeitig vom Fass runter. Hast die Situation erkannt. Nice. Ich glaube, den mittleren Poki sollte ich nicht fressen, sondern auf den drauf springen irgendwie. Und schön, hier kriegt man ein Item. Auch interessant. Aber man muss sich wahrscheinlich die Palme benutzen. Nein! Was machst du denn? Warten wir mal, bis er wieder ein bisschen nach links tanzt. Genau so. Oh, da oben. What the fuck? Wie soll man denn da hochkommen? So ganz ohne Propeller. Gibt's da vielleicht einen P-Switch oder so? Ich wüsste nicht, wie man da ohne Yoshi hochkommen soll. Gibt's da wenigstens was für? Ich hoffe ja.
schön One-Up und... Oh, okay, dann krieg ich was dafür. Scheiße. Jetzt muss ich Yoshi für opfern. Das ist ein Scheiß. Aber ich krieg gleich wieder neuen gelben. Gut. Vorher aber noch hier ein bisschen Koopas killen. Hui. Okay. Ja, schön. Dann fehlt uns jetzt allerdings immer noch eine. Oh. Verpiss dich. Nein. Oh, ich bumme ran. Nein. Wollte dich killen. Ich bin Bocky. So, rein da. Hier wird dann wahrscheinlich die dritte sein. Oder auch nicht. Hier gibt's Münzen. What the fuck? Ernsthaft? Gab's nur Münzen für? Okay. Wo ist denn bitte die dritte Starcoin? Jetzt komme ich schon wieder hier hinten raus. Sag mal. Das ist hier der Zentralbahnhof für alle World oder was? So, Bocky fressen. Bocky fressen. Und hier oben. Ja. Gut. Dann hoffe ich mal, dass sie noch kommt. Irgendwie. Geht's da vielleicht rein? Nö. Scheiße. Boah, Hilfe, schon wieder so ein wahnsinniger. Nein! Fuck, der Bumerang war gerade irgendwie winzig. Okay, hier ist was. Hier ist eine Ranke? Jetzt muss ich schon wieder Yoshi opfern. Super. Okay, da ist nichts. Dann hoffe ich einfach mal, dass hier jetzt was kommt, außer Münzen. Achso, den kann man mehrfach aktivieren. Das ist ja geil. Ich weiß gar nicht, dass sowas geht. Aber ja, da gibt es spezielle P-Switch-Einstellungen, dass er irgendwie respawnt, keine Ahnung. Und jetzt holt er das schöne Teil. Und hier alles eingesammelt. Nice. Jetzt muss ich bloß noch irgendwie ins Ziel kommen, bitte. Okay. Und tschüss. Ja, super. Egal, wir haben es geschafft. In SMBV gab es ja zum Glück noch gar keine goldenen Flaggenpole. Da durfte man einfach an Flaggenpole hinspringen, wie man wollte, und das war scheißegal. So, zwei Pilzhaus. Schauen wir mal, was es hier so Schönes zu gewinnen gibt. Ich glaube, hier gab es Mini-Pilze. Vielleicht gibt es hier schon einen Pinguin, aber nee, ich glaube, einen Pinguin gibt es hier noch nicht. Hier gibt es höchstens wieder einen Propellerpilz und ja, haben wir auch schon den ersten Mini-Pilz. Und den ersten Boss auch, schön. Und eine Eisblume. Und da ist auch schon unser Propeller, noch eine Eisblume, super. Mini-Pilz! Bowser Junior! Doch, Mini-Pilz! Feuerblume! Verkackt! Super. Toll, da wäre ein Propeller gewesen. Schade. Schade, Schokolade. Aber trotzdem geile Ausbeute. Mal schauen, was haben wir eigentlich so? Ich vermisse irgendwie die Hammer. Zu viel New Super Mario Bros. Wii gezockt. 2, 3. Gut. Das war ein Untergrundlevel und jetzt scheint es so eine Art Pyramide zu sein. Sieht zumindest sehr stark danach aus, weil es so war auch der Pyramideneingang bei... Moment, kann ich da oben drauf laufen? Ja, kann ich, aber da oben ist nichts. Aber so sah auch der Pyramideneingang in SMB3 aus. Wer das nicht weiß, kann gerne meinen Playthrough dazu schauen und... Oh Gott. Das Level habe ich irgendwie böse in der Hand. Es geht auch schon böse los mit diesen scheiß Flammengegnern. Ich hasse die so abgrundtief. Und hier gab es irgendwo einen Weg zurück zum Start. Den muss ich bloß finden, weil man in irgendeine Röhre rein konnte und dann kann man zum Start zurück. Ach du Scheiße. Stern! 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 Nice! Und... Und noch ein Stern! Yay! Okay, jetzt soll ich runter. Hoffentlich mit Stern. Oh ja, wow.
durch hier. Und dann bin ich wahrscheinlich hier. Ja, bei der Starcoin. Nummer 1. I love the Star Music. Ich bin immer noch unverwundbar ohne den Klingelton. Jetzt kommt er. Ach scheiße, da war kein zweiter Stern mit drin. Schade. Ja, vielleicht kommt noch einer. Mal schauen. Okay, das ist ein Fragezeichenschalter und da oben kann man hin. Da habe ich nämlich gerade Blöcke gesehen. Und ja, da oben ist auch schon was. Verpiss dich. Nerv sonst bloß. Sag mal. Okay, die Blöcke kannst du auch mit so einem Leuchtblock kaputt machen, lol. Ich schätze mal, hier scheint jetzt eine Plattform oder so. Oh ja, da scheint auch eine. Nice. Zweite Starcoin. Und wieder runter. Ist hier vielleicht noch ein Stern? Nein, hier ist aber eine Feuerblume. Und die Halbzeit gibt's ja auch. Gratis zu mitnehmen. Okay, schon wieder so ein Block. Oder ist was? Hallo. Ach, mein Leuchtblock. Warte da oben, mein Leuchtblock-Leinchen. Ich komme ja schon wieder. Wow. Shit. 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 Boah. Nein. Scheiße. Komm wieder raus. Und zack. Und. Hä? Erstens, wieso ist hier so ein Block frei und... Hä? Was ist die dritte Starcoin? Nein, ich würde schon wieder was vergessen haben. Nein. Scheiße. Aber es sieht zumindest sehr stark nach außen. Kann man vielleicht drüber rein. Nein, kannst du nicht. Scheiße. Ja, okay, dann muss ich da rein. Und lass sie jetzt noch kommen. Hey, es gab einen Geheimausgang nach oben. Scheiße. Da oben ist doch bestimmt das schöne Ding. Vielleicht ist das ein Eingang. Tatsache, das ist ein Eingang. Oh! Das ist auch geil gemacht. Hier ist nämlich alles dunkel und Mario gibt kein Licht von sich. Das ist auch geil. Okay. Ja, dann haben wir alles. Dann muss ich nur noch ins Ziel, bitte. Auch ein Feuerball. Interessiert mich jetzt nicht die Bohne. Wir sind im Ziel. Nice. Und dann gibt es jetzt auch noch den Turm. Schalalalala. Chimineinchen, ich komme. It's a good time. Und Roy freut sich nur. Endlich was zum Fressen. Oder wie soll ich das verstehen? Ah! Sandfontänen. Ernsthaft? Oh nein! Kann man da rein? Nein, da kannst du nicht rein. Scheiße! Hier ist alles gleichfarbig. Aber okay, vielleicht. Vielleicht ist da ja nichts. Vielleicht ist da nichts. Mal schauen. Aber ich ahne Böses. Oh nein! Das war der Scheiß! Ah! Ich habe es gehasst. Mit den Plattformen hier. Weil ich so scheiße schwingen. Scheiße. Bitte lass hier irgendwo eine Starcoin sein und stirb nicht. Okay. Ich brauche bitte eine Starcoin, die mir sagt, dass sie die erste ist. Bitte. Okay, hier ist was. Hier ist eine Tür. Okay. Ist hier vielleicht die erste Starcoin? Bitte. Vielleicht. Irgendwie. Hier ist ein großer Knochentrocken. Okay. Sonst nichts? Toll, hier waren ein paar Münzen und ein paar Gegner, das war's. Und ist hier hoffentlich was. Ja, Starcoin. Und es ist die erste. Ein Glück. Das ist die erste. Gut, alles im grünen Bereich. Gut, dann schauen wir mal weiter. Oder kannst du hier vielleicht irgendwo rein? Nein, da kannst du irgendwie nicht rein. Gut, dann muss ich hier irgendwie Seiteneingang finden. Halt nie!
Hier ist alles rot und hier ist was nicht so gleichfarbig. Genau. Hier ist nämlich was grau. Genau das habe ich im ersten Turm gesucht und nicht gefunden. Genau das. Da haben wir es auch schon. Weil da ein Teil heraussticht und da kannst du rein. Okay, dann geht's weiter. Nach Orben. Hey, eine Röhre? Ja. What the fuck? Was macht hier eine Röhre? Rote Münzen. Okay. Oh Gott. Was für ein Triebmechanismus ist das denn, bitteschön? Ich hab's irgendwie geschafft, alle roten Münzen einzusammeln, aber... Oh Gott. Das wird dir ja schlecht. Wenn du sowas siehst, wie sich das Ding dreht. Da ist schon wieder alles so gleichfarbig. Hammer. Ist hier schon wieder was? Nein, oh Gott, nein, dieses habe ich eine Feuerblume ein. Ja. Eine Eisblume ist gegen Knochentrockens viel effektiver. Knochentrockens. Knochentrockens? Ist das der Plural von Knochentrocken? Ich glaube eher nicht, aber klingt auch gleichzeitig irgendwie wieder plausibel. Der Knochentrocken, die Knochentrocken. Naja, ja. Singular, vielleicht Plural würde ich eher sagen. Scheiße! Komm her! Gerade vom Dingens. Oh. Ey, wieso fährst du runter? Bist doch so ein zerrotteter roter Cooper, der immer umdreht, wenn er eine Klippe kommt. Und da ist die dritte Starcoin! Okay, irgendwie bekommen. Nice. Jetzt nur noch irgendwie nach oben kommen. Warte. Okay, das sind Sandfontänen. Und hier kann ich dann wohl... ja, scheint dann Roy zu warten. Gut. Mal schauen, ob hier noch irgendwo was ist. Nein, hier ist nichts. Gut, dann gehen wir zu Roy. Das ist wahrscheinlich wieder das Battle, würde ich sagen. Oh nein! Da haben wir auch schon die erste Änderung in einem Bosskampf. Der scheiß Wind aus dem darauf folgenden Level ist hier drin. Ach du Scheiße. Oh. Ja, ja, verpasst ich meine. Nein, 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 nein. Wenn man sich nämlich duckt, dann hat der Wind keinen Effekt auf einen. Bloß, wenn man die scheiß Stampfattacke macht, muss man natürlich auch springen. Ja, ich dachte, du springst. Was machst du denn? Geschafft. Nice. So. Das war... Scheiße. Scheiße geil, aber... Ja, nice Idee, den Winter einzufügen. So. Dann geht's jetzt weiter. Zu 2-4, würde ich sagen. Genau. Und vorher noch ein grünes Pilzhaus. Na gut, Leben habe ich jetzt eher nicht nötig. Glaube, das packe ich noch mit in den Part rein. Genau. Holen wir uns ein paar Leben. Bei der One-Up-Kanone. 38 Leben. Sag mal. Oh, schön, dass man hier One-Ups gewinnen kann. Okay. Ja, dass ich durch Neigen ziehen kann, das weiß ich noch. Ich nehme einfach mal die hier. Ja, war doch ganz gut. 3 ab. Erfolgreich. Gut. Im nächsten Part, meine Freunde, machen wir weiter mit Welt 2. Und insoweit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Another Super Mario Bros. Wii. Ciao.